meinen Augen ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland wirklich katastrophal. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass es so schwer sein könnte, eine Wohnung zu finden. Mich macht es wütend, dass wir eigentlich ein gutes Gehalt bekommen und uns aber trotzdem keinen größeren Wohnraum leisten können. Wohnungssuche ist ein Vollzeitjob geworden und dementsprechend stressig ist es auch, weil man guckt morgens als erstes, man guckt abends als letztes und man guckt zwischendurch. Ja, Wohnungsnot, die kennt man sonst eher so aus Städten wie Hamburg, München, vielleicht noch Stuttgart. Aber mittlerweile ist das Problem auch echt in Dresden, Leipzig, Jena angekommen. Wo es einfach immer schwieriger wird, eine Wohnung zu finden, selbst mit einem normalen oder eigentlich einem guten Einkommen, also Mittelschicht. Mein Name ist Jacqueline Zimmermann, ich bin 31 Jahre alt. Und suche etwa seit einem Dreivierteljahr in Leipzig mit meinem Freund und meinem Hund zusammen eine Wohnung. Mein Freund wohnt eigentlich am anderen Ende der Stadt als ich. Wir wohnen beide in Zwei-Zimmer-Wohnungen. Sie sind beide relativ laut und das wäre schon schön, wenn das vereinbar wäre. Unsere Traumwohnung, die hätte zumindest ein Fenster im Bad. Unser Budget liegt bei 1.100 Euro unter Bauchschmerzen, eventuell bei 1.200 Euro, wenn man sagt, die Wohnung, die ist wirklich so schön, die müssen wir haben. Ich habe in sämtlichen Wohnungssuchportalen einen Suchauftrag gestellt und wann immer irgendwas so halbwegs zu den Kriterien passt, die wir eingestellt haben, gibt es eine Nachricht. Und dann gilt es, wenn es einem wirklich gefällt, sofort innerhalb der ersten 3 Minuten dem Angebot zu antworten, weil sonst ja, ist man einfach schon zu spät dran. Wenn mein Telefon vibriert, das ist so eine Form von Anspannung, also man lässt sofort alles stehen und liegen und guckt. Weit oben, renovierungsbedürftig. Leider nein. Wir haben bei eBay Kleinanzeigen Gesuch geschaltet, auch mit Foto von uns dreien und was wir uns halt wünschen. Man macht sich halt komplett nackig, dann noch ein Foto dazu, also wie so eine Home Story sozusagen, obwohl es also dem Vermieter oder dem Eigentümer, der Eigentümerin kann das ja vollkommen egal sein. Ich jedenfalls habe dann so Paranoia, dass man das perfekte Angebot verpasst, von dem man ja trotzdem nicht weiß, ob man es bekommen hätte, aber man denkt ja dann, die wäre es gewesen. Ja, das begleitet mich schon im Urlaub, wenn ich einen Termin habe, an dem ich jetzt einfach mal nicht an mein Telefon oder auf mein Telefon gucken kann. Ja, das ist schon sehr anstrengend. Mein Freund Sebastian arbeitet als Architekt und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Fraunhofer, also gute Jobs mit eigentlich einem recht guten Einkommen. Das heißt im Umkehrschluss, dass jemand, der nicht so gut verdient, es noch viel, viel schwerer hat oder einfach überhaupt gar nichts findet. Ein Roman der Großstadt wüsste, unsere Füße stecken tief drin im Sand. Das ist keine gute Entwicklung für eine Stadt, die eigentlich wachsen will und die lebenswert sein will. Komm, wir drehen, bis der Wind so wehen anfängt mit all seiner Kraft. Das Haus bei uns hier vorne an der Ecke, das habe ich schon eine Weile beobachtet. Das wurde erst neu gebaut. Und mittlerweile sieht man auch, dass zwei Parteien eingezogen sind. Und da hatte ich mir überlegt, man könnte ja mal fragen, wie die an diese Wohnung gekommen sind. Keiner da. Schade. Mal später. Muss man ein andermal herkommen. Ja. Ich bin Sarah Sommer. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Derzeit wohne ich mit meinem Mann Paul und mit meinem Sohn Edgar in einer 1,5-Raum-Wohnung und wir brauchen dringend mehr Platz.
Es war ja auch in Dresden ganz lange so, dass die Mieten sehr günstig waren. Und das hat sich aber jetzt halt einfach geändert. Und es ist vielleicht noch nicht ganz so krass wie in München, aber ich denke, wir kommen da langsam hin. Momentan sind wir auf der Suche nach, eigentlich Minimum wäre 3 Raum, 4 Raum wäre natürlich optimal. 70 Quadratmeter wären schön, mehr ist natürlich nach oben hin, ist immer alles offen. Balkon wäre noch schön und Bad mit Fenster, aber da würde ich auch noch Abstriche machen. Ich bin beruflich Max-Planck-Institut für Zellbiologie angestellt, als biologisch-technische Assistentin. Mein Mann ist Produktdesigner und arbeitet für eine Möbelfirma, wo er die Möbel in 3D darstellt. Super. Ich helfe dir. Du die nächste Kiste? Wir wohnen momentan quasi eigentlich in einem Raum. Also wir haben quasi hier Wohnen, Ess-, Küche und Arbeitszimmer in einem und dann halt noch einen kleinen Raum, wo wir schlafen. Wir haben insgesamt 60 Quadratmeter durch die Dachschrägen. Zu dritt in der 1,5-Raum-Wohnung ist schon manchmal anstrengend, vor allem wenn zum Beispiel das Wetter nicht gut ist, man nicht richtig rausgehen kann. Wir haben dem noch gar nicht mal probiert, so eine kleine Tomaten zu geben. Ne? Kann man probieren. Ob das schmeckt. Im Hochsommer ist unsere Wohnung eine Sauna, würde ich sagen. Also wir haben teilweise 40 Grad hier oben. Warte mal. Ich will noch das Ärmelchen hochmachen. So, gucke. Unsere Schlafsituation ist so, dass wir alle gemeinsam in diesem halben Zimmer schlafen. Wir haben ein großes Bett, wo wir drin schlafen. Und um die Ecke steht quasi noch ein kleines Kinderbett. Also wir mussten auch bewusst ein kleines Kinderbett nehmen, ein normales. Hätte gar nicht in die Ecke gepasst. Aber ich denke, irgendwann will man vielleicht auch mal als Elternteil wieder ein bisschen mehr Ruhe haben. Und dann ist es schön, wenn das Kind ein eigenes Zimmer hat. So, gute Nacht, kleiner Pupsmann. Schlaf schön. Fühl mich gut, kann mich zacken tun. So wie ich tanz, Baby, bin ich mehr blut. Als ich angefangen habe mit der Wohnungssuche, dachte ich auch, okay, auf dem Papier komme ich ja daher wie der perfekte Mieter. Also ich bin jung, Single, ich habe ein hohes ITler-Gehalt, ich habe keine Haustiere, ich habe sonst keine Verpflichtungen, ich bin quasi sehr frei. Und das hat am Ende aber nicht dazu geführt, dass ich eine Wohnung bekomme. Ich spring von Level zu Level zu Level, spring von Level zu Level zu Level, spring von Level zu Level zu Level. Nach 15 Monaten Wohnungssuche ist es eben so, dass ich tatsächlich mehr Zeit in die Wohnungssuche investiert habe, als in meine beiden Masterarbeiten zusammen. Mein Name ist Christian Jungblut, ich bin 31 Jahre alt und seit 15 Monaten auf Wohnungssuche in Berlin. Ich habe schon einiges probiert. Ich habe zum Beispiel Plakate geklebt hier an der Straße, was wahrscheinlich eher ein älteres Publikum anspricht als jetzt zum Beispiel online. Dann habe ich Zeitungsannoncen geschaltet und nicht zuletzt auch mal hier und da Handwerker angesprochen, wenn offensichtlich war, dass sie eine Wohnung renovieren in der Gegend. Ich wohne in einer Vierer-WG und habe das in meiner Studienzeit als eigentlich passende Lösung für mich wahrgenommen. Seit ich aber dann nochmal im Beruf mich weiterentwickelt habe und auch eine Führungsrolle übernommen habe, habe ich mich dann auch parallel natürlich auf Wohnungssuche begeben und das hat sich als wahnsinnig schwer herausgestellt. Ich suche eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Südwesten von Berlin, im Idealfall zwischen 45 und 70 Quadratmetern und mein Budget wären so 1350 bis zu 1400 Euro warm. Ich hatte letztens mal drauf geschaut auf meine Statistik quasi intern in der App und habe gesehen, dass ich über 400 Bewerbungen abgeschickt habe.
und etwas im Bereich 5%, vielleicht minimal mehr, habe ich an Antworten zurückbekommen. Dann sieht man das ganz nüchtern wie so ein Sport, den man dann betreibt und hofft, dass am Ende das Ergebnis stimmt. Alright. Yeah, so the missing information was provided, right? So the secret was provided, okay. Ich arbeite bei einem namhaften Automobilhersteller in der Software-Sparte. Und das ist natürlich so, dass man da schon den Hauptteil des Tages im Büro sitzt, vor dem Rechner. Und das ermöglicht einem überhaupt erst, auf diese Angebote zu schauen. Ich benutze einen sogenannten Autoswiper. Das ist eine App oder ein Programm, was mir eine Website aktualisieren kann, indem es eben eine Wischbewegung von oben nach unten simuliert. Und das ist gerade für die Online-Portale sehr relevant, weil man dadurch eben die aktuellsten Wohnungsanzeigen eben sich holen kann und dann entsprechend sieht aus dem Augenwinkel, hey, ist diese Wohnung interessant oder nicht. Heute habe ich dann ausnahmsweise in einem Termin mal eine halbe Stunde nicht auf mein Telefon geguckt. Da war ich dann auch schon wieder zu spät für ein wirklich schönes Angebot. Wenn der Termin eigentlich nicht passt für die Besichtigung, dann versucht man das halt irgendwie passend zu machen. Also man baut halt das komplette Leben so drumherum, wann immer es geht. Was die Suche und die Besichtigung angeht, bin ich ja ein bisschen flexibler, weil ich meistens im Homeoffice bin. Aber Sebastian, der geht halt ins Büro. Wenn jetzt Besichtigungen sind, die sind natürlich meistens in der Arbeitszeit. Das heißt, man hängt das dann halt auch abends noch dran. Ich bin heute hier, um eine Dreizimmerwohnung zu besichtigen. Gucken wir mal, wie es wird. Heute ist ein relativ voller Tag, deswegen ist es so mitten am Tag eigentlich ein bisschen doof. Man fährt hin und dann ist die Chance ja eh immer gering und das ist so ein bisschen, das nervt. Ich kann zur Wohnung noch gar nichts sagen, weil es gab nur ein Bild vom Haus außen und eine Beschreibung. So von der Beschreibung, von den Kriterien hat es gepasst, aber da die Wohnung noch bewohnt ist, gab es gar keine Fotos. Das ist jetzt eine Überraschung. Die Wohnungsfrage ist also eines der großen sozialen Probleme mittlerweile. Wir haben ja so jetzt eine Leerstandsquote von unter 3%. Und das ist natürlich für alle Leute, die jetzt, sag ich mal, auch innerhalb der Stadt sozusagen nicht verdrängt werden wollen, immer eine zunehmend schwierigere Aufgabe. Wir sind jetzt bei einem halben, dreiviertel Jahr auf Suche. Haben jetzt schon unterschiedliche Sachen mit Massenbesichtigungen, Einzelbesichtigungen. Da ist echt alles dabei, ganze Bandbreite. Ist schon schwierig. Also wir sind noch aus Leipzig, wir haben noch relativ viele Besichtigungen da auch schon machen können. Mieter ist es schwierig, momentan Wohnungen zu finden, weil die Mietpreise jetzt schon angestiegen sind. Deswegen sind Bestandsmieter nicht gewillt, sage ich mal so, auszuziehen. Klar, selbstverständlich gibt es immer die Mieter, die auch so einen Stadtwechsel von sich ziehen. Aber man merkt halt auch, dass, wenn man einen Besichtigungstermin ausmacht, also sehr viel Mieterinteresse haben. Der Preis ist okay, aber es ist wirklich nichts Besonderes. Braune Türen, recht dunkel, weil die Bäume davor stehen. Das Kopfsteinpflaster ist ultra laut, man hört die Straßenbahn. Ich hätte heute auch einfach andere Sachen irgendwie zu tun gehabt und dann ärgert man sich immer, dass man die Zeit halt aufgewendet hat. Das ist halt immer so ein. Das ist halt einfach zeitlich aufwendig, nervlich anstrengend und irgendwann denkt man sich dann, jetzt muss doch mal was dabei sein. I'm feeling it's just like it's just